Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Siro Sabine und dies hier ist das Reading für den Neumond am 11.01.2024. Ja, der erste Neumond im neuen Jahr und ich habe mir für das neue Jahr überlegt, ich werde eine neue Legeform mal zu den Mondreadings nutzen. Und der Mond, der trägt ja immer eine ganz besondere Energie in sich und der Neumond, der öffnet eben Raum, einen neuen Samen in die Welt und in dein Leben zu geben. In dieser tiefsten Dunkelheit kannst du dein Licht erkennen. Und ich möchte hier mit dir, mit dem Geheimnis der Hohepriesterin schauen, welche Energien und Möglichkeiten für dich bereitstehen. Ich bin sehr gespannt auf diese neue Legeform und ja, ich freue mich jetzt mit dir. Also, wir schauen. Denk bitte daran, dass das Ganze ein kollektives Reading ist und dass ich hier nicht alle Aspekte aufgreifen kann, aber dennoch, nimm das mit, was dir dient und alles andere, ja, das lass einfach ziehen. So, der Neumond am 11.01.2024. Welche Botschaft bringt er für uns mit? Ich werde auch zu Beginn die Karten auslegen und gehe dann mit dir Schritt um Schritt durch die einzelnen Positionen. Der Neumond am 11.01. Ja. So, das Thema, der verstärkende oder beeinflussende Impuls, der gegenwärtige Hauptimpuls, das, was an Einfluss zunimmt, das, was an Einfluss abnimmt, Entschuldigung, das, was noch im Unbewussten liegt, das, was schon gesehen wird, das, was in nächster Zeit eintrifft und das Geheimnis. Also ich finde, so sieht das schon mal sehr, sehr schön aus. Ich bin jetzt gespannt und schaue mit dir direkt mal nach. Und zwar auf das Thema, um was es hier geht. Wow! Das Ass der Schwerter. Es geht um Klarheit, um Wahrheit. Es geht um eine Entscheidung. Es geht vielleicht sogar auch darum, eine ganz neue Möglichkeit zu erkennen. Es geht um die Wahrheit in dir. Und mit dem Ass der Schwerter trennst du dich hier womöglich von etwas und entscheidest dich für einen neuen Weg. Hier geht es um Kommunikation, hier geht es um klare Worte, um Inspirationen. Sehr, sehr spannend. Was verstärkt oder behindert oder unterstützt denn diesen Impuls? Die 7 der Münzen, das ist die Geduld. Das ist die Geduld und der Hinweis auch darauf, gut Ding braucht Weile, kommt mir gerade. Und auch eine klare Entscheidung braucht manchmal Weile, bis sie in dir ausreifen kann. Es braucht vielleicht noch ein bisschen Geduld für diese Entscheidung, die hier möglicherweise ansteht. Es braucht Hingabe, kommt gerade. Hier möchte etwas wachsen, hier möchte etwas reifen. Vielleicht muss auch die Entscheidung, die hier getroffen werden möchte, noch etwas reifen in dir und du darfst da mal noch ein bisschen geduldig sein. Wir haben hier diesmal eine Gärtnerin, aber das ist auch der geduldige Gärtner, der weiß, wann die Zeit reif ist, um hier mit dem Schwert, sage ich jetzt einfach mal, ernten zu können oder eben auch die Entscheidung zu treffen, jetzt ist Erntezeit.
Was zeigt sich denn als gegenwärtiger Haupteinfluss? Dass du auf einer Reise bist. Die sechs Schwerter. Du bist schon unterwegs hier, etwas Neues zu erforschen, etwas Neues zu erleben, eine neue Gegend zu erkunden. Du setzt hier über von einem Ufer an das andere. Von unruhigen Gewässern geht es hier in ruhigere Gewässer. Es geht hier darum, wirklich, dir zu vergegenwärtigen, dass du schon unterwegs bist. Also du hast schon hier irgendwo auf deiner Reise eine Entscheidung getroffen, dass es hier um einen neuen Weg geht, um neue Möglichkeiten. Du hast hier schon etwas Altes hinter dir gelassen, zurückgelassen und du machst dich jetzt vielleicht ein bisschen, ja, noch mit zittrigen Knien auf den Weg hier Neues zu erkunden. Welcher Einfluss zeigt sich hier mit einer zunehmenden, gewinnenden Kraft? Also was nimmt hier zu? Der Page der Münzen. Nein, der Page der Stäbe, deine Abenteuerlust nimmt hier zu. Dein Forschergeist, dein dich dem Leben hingeben, dein etwas Neues wagen. Also hier geht es wirklich darum, etwas Neues zu wagen, ganz bei dir anzukommen, noch mehr Klarheit in dir zum Ausdruck zu bringen und ja, möglicherweise auch, wenn du hier mit diesem Boot angekommen bist, ganz neue Wege zu gehen. Und du hast auch mit diesem Ass der Schwerter unter all dem eine sehr große Klarheit in dir. Also dir ist auch schon klar, wohin der Weg gehen darf. Auch wenn du noch nicht alles kennst, der Page der Stäbe sagt, sei mutig, habe Vertrauen, sei neugierig auf das, was da kommen wird. Möchte. Was verliert denn hier an Kraft? Also diese Neugier, diese Abenteuerlust, das nimmt zu. Auch wenn du hier noch geduldig bist, hier noch ein bisschen zitterige Knie hast, aber diese Abenteuerlust, da kommt jetzt was Neues, da erlebe ich jetzt was Neues. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt diesen Weg und das Neue, das kommt jetzt und ich bin da voll dabei, mittendrin. Einfluss verlierend. Ja, super genial. Also das, was hier an Einfluss verliert, was hier sozusagen rausgeht, ist der Mangelgedanke in dir. Dass etwas an dir falsch sein könnte, dass du nicht genug hast, also hier wirklich mangelnder Selbstwert, die fünf Münzen, das ist Mangel auf materieller Ebene, das ist aber auch so ein bisschen Mangel auf allen Ebenen, weil es hier um deinen Selbstwert geht und das geht raus, da hast du womöglich auch hier in der Vergangenheit schon eine Entscheidung getroffen, dass du wirklich hier mehr Wachstum in deinem Leben möchtest, mehr auf dich schauen, mehr auf das schauen, was deiner Wahrhaftigkeit entspricht. Denn das Ass der Schwerter hat auch so ein bisschen was mit Wahrhaftigkeit zu tun. Was ist noch unbewusst, wird aber vielleicht auch schon wahrgenommen, also wabert schon mal so ein bisschen im Untergrund. Der Ritter der Münzen, das ist schön. Denn der Ritter der Münzen hat eine ähnliche Energie hier wie die Sieben der Münzen. Hier geht es Schritt für Schritt. Hier geht es vielleicht auch darum, sich einen Plan zu machen. Gerade mit dem Pagen der Stäbe, der hier sehr abenteuerlustig daherkommt, sagt der Ritter der Stäbe, lass uns mal schauen, wie wir hier Schritt für Schritt vorankommen, was wir vielleicht für dieses neue Abenteuer, was uns jetzt bevorsteht. Und wir stehen ja ganz am Beginn eines ganz neuen Jahres, eines Jahres, was wirklich, wirklich, ja, verändernd, kraftvoll wird. Und
Ich glaube, so ein bisschen einen Plan zu machen, wird uns alle unterstützen können, wird dich unterstützen auf deinem Weg und du kannst hier Schritt für Schritt gehen. Du kannst hier auch mit dem Ritter der Münzen mal schauen. Was ganz stark gerade reinkommt, ist Dankbarkeit, weil mit Dankbarkeit stärken wir unseren Selbstwert. Und ich meine, der Mangel geht ja hier raus, aber dennoch kann es auch sein, dass dieses, ich stärke mich selbst, ich mache mir einen Plan, ich nehme vielleicht auch Hilfe und Unterstützung an, dass dich das hier nochmal ein Stück weit mehr zu dir selbst hinführt und ja, dich auch nicht ganz so ungeduldig werden lässt, weil der Page der Stäbe hier mit den 7 Münzen und auch dem Ritter der Münzen, das ist schon so ein bisschen Gegensatzprogramm, ne? Also er möchte hier feurig losstürmen, hier haben wir so diese Geduld und ich glaube, es geht darum, einen Mittelweg zu finden. Und dir ist das hier aber auch schon so ein bisschen bewusst. Du spürst da schon mal hin. Vielleicht gibt es auch noch mal die ein oder andere Verzögerung. Und da darfst du wirklich mit dir selbst dann auch wieder geduldig sein. Du darfst aber auch genau hinschauen, ob es sich vielleicht um eine Vermeidungsstrategie handelt. Weil das kommt jetzt auch gerade noch mal rein. So dieses, ich mach mal langsam, ich lass mal auf mich zukommen oder ich gebe mich dem Fluss hin, das kann auch eine Art Vermeidungsstrategie sein und von daher gilt es, da nochmal tiefer hinzuschauen. Was ist dir denn hier klar, was wird denn hier klar erkannt? Wow, ja. Dass es um deinen Selbstwert geht, die Königin der Münzen. Du gehst hier aus dem Mangel raus, wirklich mit der klaren Entscheidung, ich tue jetzt etwas hier für mich, für meinen Selbstwert. Dafür, dass ich in mir stabil bin, dafür, dass ich ja zu mir stehen darf. Das ist, wie ich das hier so wahrnehme, eine sehr auf dich selbst bezogene Energie, aber in dem Sinne, dass du hier wirklich dir selbst Gutes tust. Darum geht es hier in diesem Neumond, dass du nochmal in die Tiefe schaust, wo sind da vielleicht so Verzögerungsmuster mit Geduld, wo schleppe ich da vielleicht aber auch eine Art nicht vorwärts kommen, vor mir her oder hinter mir her, wo schiebe ich hier vielleicht die ein oder andere Entscheidung auf, auch das ist möglich. Und wie kann ich jetzt hier für mich ganz klar die Entscheidung treffen, in meinem Selbstwert anzukommen? Ja, also ich finde es genial. So, was als nächstes in deine Realität tritt. Also hier, das kann etwas Unerwartetes sein, das können Ereignisse, Situationen sein, also unverhofft von außen, Einflüsse, die unverhofft von außen auf dich einwirken. Die 4 Kelche. Ja, hier kann jetzt, ich habe es eigentlich schon gesagt, ne? Hier kann jetzt so ein bisschen auch von außen so dieser Aspekt kommen, dass dir hier ein Angebot gemacht wird und du aber so ein bisschen zögerst noch und das ablehnst, weil du das Gefühl hast, du müsstest hier geduldig sein, das kommt vielleicht zu schnell, dieses Angebot, oder du fokussierst dich nur auf das, was du dir jetzt hier vorgenommen hast. Hier kommt aber ein Impuls von außen, der dich einfach auch einlädt. Ich meine, allein als Kelchkarte schon, ne? Wir haben hier nur Münzen, Schwerter und ja, ein Stab hier, den des Pagen. Hauptsächlich Münzenergie. Also dieser Kelch lädt dich ein, der dir hier gereicht wird, nach innen zu schauen. Und du
bist aber noch nicht so offen dafür. Du lehnst es vielleicht möglicherweise auch ab und sagst, nee, lass mich mal hier meinen Plan weiterverfolgen. Wenn ich dem folge, dann wird das schon alles gut. Aber auch das kann eine Art Vermeidungsstrategie sein, die sich hier öffnet und zeigt. Wir schauen mal, was das Geheimnis der Hohepriesterin ist oder eben auch dieser tiefere Sinn in dieser Reise, weil ich glaube wirklich, dass das Ganze hier eine Reise ist, auf der du bist, eine Reise zu dir selbst hin, mit tiefen Erkenntnissen, mit sehr viel Klarheit. Hier haben wir sehr viel materielle Energie, ich würde fast sagen so an der Oberfläche. Und diese vier Kelche, die hier auftauchen, sagen aber auch, bitte, 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 schau auf deine Gefühle, Emotionen, all das, was in der Tiefe ist, was in den einzelnen Aspekten so hochkommt. Also auch hier diese Traurigkeit des Mangels, die Unsicherheit auf dem Weg, vielleicht auch so ein bisschen, ja, eine Verunsicherung in dir selbst, wenn da so viel Klarheit mit dem Ass der Schwerter auftaucht. Vielleicht hast du auch gar keine Lust auf Geduld, auf einen Plan, auf kleine Schritte und lehnst das ab und sagst, nee, ich, ach, irgendwie, ja, und dann die Aufregung, die der Page der Stäbe mitbringt. Also das ist alles etwas, was du emotional auch betrachten kannst. Was macht das mit dir? Was löst das in dir aus? Welche Gefühle tauchen da auf? Und da gilt es einfach auch nochmal hinzuschauen. Also dieser äußere Einfluss, der sich hier zeigt, der ist eine Einladung für dich, nach innen zu schauen. Welche Emotionen liegen da hinter dem, was sich an der Oberfläche zeigt? Das Geheimnis der Hohepriesterin. Wow, ja. Der Herrscher. Und das nehme ich wirklich ganz, ganz stark dafür wahr, dass du jetzt für dich auf deinem Platz stehen kannst, auf deinem Platz ankommst, in deiner Macht, in deiner Herrschaft, in deiner Klarheit auch hier mit dem Ass der Schwerter, dass ganz viel Klarheit, Wahrheit zu dir stehen. Es ist eine komplett neue Reise, die dir hier begegnet, vielleicht auch ein komplett neuer Aspekt in dir. Gerade auch mit den vier Kelchen hast du vielleicht auch so den Aspekt, Herrscher, um Gottes Willen, nee, will ich nicht sein. Atmen, geliebte Seele, atmen und nochmal tiefer fühlen, denn dieser Herrscher möchte dich auf deinen Platz führen. Er möchte dir die Kraft schenken, die da in deiner Seele liegt. Und das kann jetzt ein komplett neuer Weg sein, der sich öffnet. Ein abenteuerlicher Weg, einer, für den du einen Plan brauchst, aber auch einer, der dich ganz tief in deine Kraft hineinführt. Und es kann sein, dass einfach auch von außen hier nochmal ein Einfluss kommt mit dem Herrscher, der das Ganze womöglich über den Haufen wirft, aber der tiefere Sinn in der ganzen Geschichte ist, dass du deine Herrschaft über dein Leben annimmst, dass du bei dir ankommst und zwar in deiner eigenen Kraft und in deiner eigenen Macht. Wir haben hier übrigens nochmal das Feuerelement. Ja, und mit einmal Kelchen hier, ich meine vier Kelche, die Traurigkeit, die Ablehnung, spüre da bitte in dir nach, was lehnst du ab und wo darfst du ja tiefer fühlen. Meine Lieben, ich lasse das jetzt hier so stehen und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Neumond und ja, komm in dir in deiner Macht an.
Schau auf deinen Selbstwert, auf deine Selbstliebe und dann sei du selbst. Alles, alles Liebe zu dir.